Gegensatz zum Panel eine erweiterte Funktion. Durch das lange Drücken der Ausrufetaste kriege ich die Frage, ob ich wirklich in den erweiterten Modus wechseln will. Das bejahe ich und komme dann in einen anderen Bildschirm. Hier kann ich ablesen die Neigung des Fahrzeuges in der Längsachse, in der Querachse und ich sehe die Bordspannung der Aufbaubatterie. Außerdem kann ich hier über diese vier Einzeltasten die Stützen separat steuern. Immer dann wichtig, wenn die Stütze nur einen kleinen Abstand zum Boden nach dem automatischen Nivellieren hat, kann ich durch das Drücken der Up- und Down-Tasten einzelne Stützen für einen ganz kleinen Bereich bewegen. Um den erweiterten Modus wieder zu verlassen, drücke ich wieder auf das Warndreieck für einige Sekunden, bestätige, dass ich aus dem Modus heraus möchte und bin wieder auf der normalen Bedieneroberfläche.